Der Nächste, bitte. Grüß Gott, Herr Doktor. Was haben Sie für Schmerzen? Zahnschmerzen? Dann geht's an den Zahndoktor. Herr Doktor, von vorgestern bis heute habe ich 8 Nächte nicht mehr geschlafen, vor lauter Zahnweh. Ich habe mir mit da hinten hohlen Zahn, wissen Sie? Aha. Wie einem ein hohler Zahn wehtun kann, das ist mir unbegreiflich. Denn wenn etwas hohl ist, dann ist doch nichts mehr drin. Und wie einem das nichts wehtun kann, das kann ich mir gar nicht erklären. Dann müssen doch so viele Menschen auf der Welt fortwährend Kopfweh haben. Ja, da haben Sie nicht so ganz Unrecht. Meine Mutter hat auch an derselben Stelle da einen hohlen Zahn gehabt. Meinen Sie, Herr Doktor, dass ich vielleicht den hohlen Zahn von meiner Mutter geerbt habe? Das weiß ich nicht, denn ich habe Ihre Frau Mutter nicht gekannt. Also so nehmen Sie bitte in diesem Sessel hier Platz. Ich bin so frei. No, nur keine Angst. Sie zittern ja wie ein Zitterspieler. So, nun machen Sie mal den Mund recht schön auf und lassen Sie mir einmal den hohlen Zahn sehen. Ja, Herr Doktor, sind Sie nicht so neugierig. Als Zahndoktor, Sie werden doch schon jedenfalls einmal einen hohlen Zahn gesehen haben. Ja, mein Lieber, ich muss doch den Zahn zuerst sehen, sonst kann ich ihn doch nicht ziehen, nicht wahr? Ja, das Reißen, wissen Sie, das ist halt gar so furchtbar schmerzhaft. Das kann man ja kaum aushalten. Wissen Sie, Herr Doktor, wenn ich mir ein verrenktes Knie wieder einrenken lasse, das ist ja auch ein furchtbarer Schmerz. Aber da kann ich vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Das kann ich aber beim Zähnreißen nicht machen, weil Sie sonst nicht mehr mit den Zahngelnähe kommen. Na, also jetzt machen Sie keine Geschichten. Machen Sie mal den Mund schön auf, Sie werden gar nichts spüren. Ich ziehe Ihnen den Zahn mit Lachgas. Das geht nicht bei mir, das geht nicht. Warum weil nicht? Ich mir ist erst vor 4 Wochen mit Tante gestorben. Ich darf nicht lachen, ich habe nur Trauer. Ja, das sehe ich ja, aber eben, den Zahn braucht man ja überhaupt noch gar nicht ziehen, den kann ich Ihnen noch plombieren. So. Wissen Sie, ich bohre Ihnen den Zahn jetzt aus. Kommen Sie. Halt. Das brauchen Sie ja bei dem nicht tun, den brauchen Sie nicht ausbohren, der ist sowieso schon ganz hohl. Nein, ich muss ihn ganz hohl machen. Und dann muss ich Ihnen den Nerv töten. Herr Doktor, denken Sie ans 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Nein, den Nerv muss ich töten. Und dann mache ich Ihnen eine Zementplompe hinein. Zementplumpen? Ist die teuer? Na, eine Zementplompe kostet 7 Mark. 7 Mark? Ja, das ist mir teuer. Ja, wie viel Zement brauchen Sie da dazu? Oh, ganz wenig. Vielleicht eine kleine Messerspitze voll. Eine Messerspitze voll? Und das kostet 7 Mark? Nein. Das ist mir teuer. Das macht man mein Hausmaurer daheim und man macht Bier. Ja, lieber Mann, Sie sind ein schwieriger Patient. Ziehen soll ich Ihnen den Zahn nicht und plombieren soll ich ihn auch nicht. Dann setze ich Ihnen halt eine Goldkrone auf. Ah, Sie sind ein ehemaliger Hoflieferant.